Fleischmann ging mit mir ins Wirtshaus. Ich trank Limon und er ein paar halbe Bier. Er spielte mit mir 66 und die 20er darf ich nicht verlieren. Bei der diesjährigen Wilhelm-Knabel-Tagung in Bonnhard war jeder willkommen, von den Jüngsten bis zu den Ältesten. Das Hauptthema des diesjährigen Bundesprogramms war die 300-jährige Besiedlung der Ungarndeutschen. Die Veranstaltung war ein gemeinsames Projekt der Ungarndeutschen Selbstverwaltung Bonnhard und der Sándor Petőfi Evangelische Grundschule. Die Wilhelm-Knabel-Tagung veranstalten wir seit 2010. Die Initiative war damals, dass wir eine Veranstaltung bieten hier in der Umgebung für Pädagogen und Interessenten, die auch eine Fortbildungsmöglichkeit bietet, außer den Schulen, außer den Universitäten für die Interessenten und für die Lehrer, Pädagogen der Region. Und wir haben damals sowohl pädagogische als auch kulturelle und historische Schwerpunkte gemacht und die Tagung immer so gestaltet, dass wir immer ein neues Thema, etwas Interessantes hineinbringen. Wir versuchen mit unserer Tagung auch immer verschiedene Generationen anzusprechen, nicht nur die Erwachsenen, sondern auch die Kleinsten, zum Beispiel auch Grundschüler oder auch Gymnasiasten mit verschiedenen interessanten und modernen Programmen. In diesem Jahr haben wir unsere Tagung der Ansiedlung der Deutschen in Bonnhard gewidmet. Wir haben 300-jähriges Jubiläum hier gefeiert im ganzen Jahr in Bonnhard mit verschiedenen Programmen und Traditionen. Und in dieser Programmreihe ist auch unsere Tagung eingebettet in diesem Jahr. Wir haben also in diesem Jahr damit in Zusammenhang einen historischen Schwerpunkt gewählt. Das bedeutet, dass die einzelnen Referate, Vorträge, die wir gestern und heute hatten, reflektieren alle auf diese ungarndeutsche Geschichte, Kultur und Tradition. Das Programm war vielfältig und bot für jeden Geschmack etwas, von Vorträgen bis zu Workshops. Ziel der Konferenz war es, die Teilnehmer zum Nachdenken anzuregen und ihr Interesse an der ungarndeutschen Kultur zu wecken. Die Tagung begann gestern im Wölczek-Museum. Es gab einen Museumstag und einen Schultag, so könnten wir das vielleicht formulieren. Im Museum gab es ungarischsprachige Vorträge zur ungarndeutschen Geschichte und Kultur. Und auch eine Ausstellungseröffnung. Diese Ausstellung stellt die ungarndeutsche Tradition und Geschichte hier in der Stadt dar. Am heutigen Tag gab es verschiedene Programme für unterschiedliche Generationen. Am Vormittag hatten wir Autorenlesung, literarisches Workshop und auch ein Filmworkshop für Grundschüler und Gymnasiasten mit dem ungarndeutschen Schriftsteller Robert Becker und mit dem deutschen Schriftsteller, Autor und Filmemacher Udo Börschke. Wir versuchen, die deutsche Kultur und Sprache so für verschiedene Generationen näher zu bringen. Und am Nachmittag haben wir dann eine Tagung veranstaltet. Aber auch hier möchten wir nicht hochwissenschaftlich handeln, sondern wir versuchten, populärwissenschaftliche Vorträge anzubieten, wo die Anwesenden auch verschiedene Knüpfpunkte in verschiedene Motivationen bekommen zum Weiterforschen, zum Recherchieren. Oder wenn sie nach Hause gehen, dann ergänzen sie ihr Wissen oder sie versuchen dann darüber nachzudenken oder das weiterzugeben, was sie heute hier gelernt haben. In Bonnhard findet auch viele andere Veranstaltungen für an die ungarndeutsche Kultur Interessierte statt, darunter das Sommerfest, bei dem auch die Partnerstädte vertreten waren. In der Gemeinde wird es als wichtig erachtet, Traditionen und Kultur zu bewahren und weiterzugeben. Also diese Konferenz ist sozusagen, wir wollen eine Lücke ausfüllen. Denn Bonnhard ist kein Ort, wo eine pädagogische Hochschule ist, eine Universität. Und wir versuchen hier in der Grundschule und Gymnasium zusammen, Petőfi Sándor Evangelische Grundschule und Gymnasium, Programme zu organisieren jedes Jahr, die diese Lücke füllen, auch auf akademischem Niveau Veranstaltungen veranstaltet werden, nicht nur Volkstänze und Lieder vorgetragen werden, sondern auch literarische Abende, musikalische Abende vorgetragen werden. Die Schule macht das zusammen immer mit der Deutschen Selbstverwaltung von Bonnhard, wo auch unter den Mitgliedern übrigens 4 Leute drin sitzen. Und mit Ilana Köhler-Koch, Helmut Hermann Bechtel versuchen wir, solche Veranstaltungen zu machen jedes Jahr. Im Rahmen dieses Programmes 300 Jahre Zusammenleben
oder deutsch-ungarische Begegnungen in Bonnhard zum Beispiel jetzt, haben wir das ganze Jahr über etliche Veranstaltungen gemacht. Unser Hauptprogramm war das Sommerfest, wo wir auch mit unseren Städtepartnern aus Wernau 35 Jahre Jubiläum gefeiert haben, und diese Konferenz knüpft sich an diese Reihe an. Die Wilhelm-Knabel-Konferenz endete mit einem literarischen Abend in der Petzl-Herrenhaus.